Noch eine Stunde, dann ist es soweit. Der 11. Bundespräsident Deutschlands wird gewählt. Mit dabei die Freien Wähler, die 10 Wahlleute in die Bundesversammlung schicken. Ich möchte wissen, wo ich sitze. Für die meisten Wahlleute der Freien Wähler ist heute das erste Mal, dass sie den Bundespräsidenten wählen dürfen. Nur einer ist schon zum dritten Mal dabei, Freie Wählerchef Hubert Aiwanger. Natürlich ist es immer eine Ehre, hier den Bundespräsidenten mitwählen zu dürfen, aber natürlich beim dritten Mal kommt schon eine gewisse Routine mit rein. 1240 Wahlmänner und Wahlfrauen, unzählige Journalisten und Helfer aus ganz Deutschland sind heute in den Berliner Reichstag gekommen. Die Aufregung steigt auch bei den Wahlleuten der Freien Wähler. Ja, natürlich spannend, aber es ist auch Ehrfurcht dabei, denn so eine Bundesversammlung hat schon eine große Bedeutung, wählt den nächsten Präsidenten. Also das nehme ich sehr ernst. Ich bin nach wie vor stolz darauf, dass ich die Freien Wähler und Bayern hier vertreten darf. Ich freue mich jetzt einfach. Ich finde es ein wahnsinnig erhebendes Gefühl, da mal dabei sein zu dürfen. Das ist eine große Ehre. Und ich freue mich auch, wenn wir, so wie es ausschaut, wenn wir jetzt mit großer Mehrheit den Herrn Gauck wählen dürfen, den wir alle ja für einen sehr guten Bundespräsidenten halten. Um 12:30 ist es dann soweit. Ich eröffne hiermit die Wahl und bitte mit dem Namensaufruf zu beginnen. Hubert Aiwanger. Alle Wahlleute geben ihre Stimmkarten ab. Für die Freien Wähler steht ihr Kandidat schon seit 2 Jahren fest. Sie haben sich damals schon für Joachim Gauck eingesetzt. So, meine Damen und Herren, ich stelle nun förmlich fest, dass nämlich der Kandidat Joachim Gauck die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten hat und somit zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt ist. Ganz sicher werde ich nicht alle Erwartungen, die an meine Person und an meine Präsidentschaft gerichtet wurden, erfüllen können. Aber eins kann ich versprechen, dass ich mit all meinen Kräften und mit meinem Herzen Ja sage zu der Verantwortung, die Sie mir heute übertragen haben. Denn was ich als Bürger anderen Menschen als Pflicht und als Verheißung beschreibe, muss selbstverständlich auch Gültigkeit haben für mich als Bundespräsidenten. Hubert Aiwanger und seine Freien Wähler sind sehr froh, dass sich Joachim Gauck endlich als Bundespräsident durchgesetzt hat. Ja, was mir ganz wichtig ist, ist, dass wieder die Lücke zwischen Politik und Bevölkerung geschlossen wird, dass er es schafft, verlorenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Seine Art, sehr bestimmt zu sein und sehr bescheiden zu sein, und natürlich ist er für mich immer noch der, der trotz des Alters seine Jugend, seine innerliche Jugend nicht aufgegeben hat. Und das finde ich sowieso vorbildhaft. Ich glaube, dass er ein guter Bundespräsident sein wird. Ich glaube, dass er wirklich ein Mensch ist, der ausgewogen denkt, ausgewogen spricht. Und ich denke, so einen Bundespräsidenten wünschen sich auch die Bundesbürger wieder einmal. Auch Aiwanger hat sich diesen Bundespräsidenten gewünscht. Mir gefällt besonders sein Zukunftsoptimismus und ich will hier schon einen Bundespräsidenten, der mal ein bisschen die Ärmel hochkrempelt und sagt, liebe Leute, jammert nicht, packt an, es geht vorwärts. Was für ein schöner Sonntag.